feiner Kerl. Er hat schon allen gefallen. Und da strahlen heute noch so ältere Frauen. Wenn man vom Agostini spricht, da strahlen die heute noch. Mit 11 Siegen ist Agostini bis heute die Nummer 1 auf dem Sachsenring. Ging er an den Start, war der Ausgang des Rennens klar. In der 500 Kubikzentimeter Klasse hatte der italienische Weltmeister Giacomo Agostini die Startnummer 1. Er war auch die Nummer 1 in diesem Klassefeld. Nur bis zur 8. Runde hielt Renzo Pasolini, ebenfalls Italien, mit. Dann musste er wegen Maschinenschaden aufgeben. Ein einziger Fahrer des ganzen Feldes wurde nicht überrundet. Der Australier John Dodds, zweiter nach Giacomo Agostini auf MV Agusta. Ich erinnere mich an den ersten Start von Giacomo hier am Sachsenring. Er fuhr ungestüm, ich glaube es war 64 oder 65, auf jeden Fall in seinem ersten Jahr auf MV Agusta. Ich folgte ihm und versuchte zu überholen, aber er schnitt extrem die Kurven, sodass dabei Steine und Dreck hochgeschleudert wurden. Ich dachte, er stürzt irgendwann, er war damals ein wilder Naturbursche und wurde ein sehr guter Fahrer. In those days he was wild, but he matured and he became a very good rider. Agostini als Sohn eines Straßenbau- und Transportunternehmers 1942 in Brescia geboren, hatte 65 bei MV Agusta angeheuert. Gleich in seiner ersten WM-Saison überzeugte er mit 4 Grand Prix-Siegen und wurde in 2 Klassen Vize-Weltmeister. Der Beginn einer Bilderbuchkarriere mit Rekorden für die Ewigkeit. 10 Jahre lang das Nonplusultra. 19 Grand Prix-Siege in einer Saison, 5-mal in Folge Doppelweltmeister, 7-mal in Folge Champion in der Königsklasse. Agostini war auch der König vom Sachsenring. 1970 und 71 siegte er jeweils mit 3 Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Zum Zeremoniell auf dem Treppchen gehörten hier seit den 50er Jahren nicht nur die obligatorischen Siegerkränze. Die Fahrer haben natürlich nach dem Krieg sehr viele Ehrengeschenke und solche Dinge erhalten. Und das wurde dann auch weiter gepflegt. Gut, sicherlich hat sich aber mancher DDR-Fahrer, mancher Edelbastler, der den letzten Küchenschrank für eine Kerze, für eine Zündkerze ausgegeben hat oder verkauft hat, der hat sich natürlich über so ein Geschenk gefreut. Bei Agostini war das dann sicherlich etwas anders. Ob Klappfahrrad oder Luftgewehr, Aro hatte immer außergewöhnliche Mitbringsel im Gepäck, wenn er vom Sachsenring kam. Genauso üblich zur damaligen Zeit waren die Abende nach dem Rennen. Im Gegensatz zu heute gingen die Helden vom Ring damals gemeinsam in die Spur. Oft wurde dann bis zum nächsten Morgen gefeiert. 1970 gab es auf dem Sachsenring in der 8-Liter-Klasse ein großes Duell. Angel Nieto gegen Dieter Braun, der kleine Spanier gegen den 1,88 großen Schwaben. Beide lieferten sich in dieser Saison auch einen großen Kampf um die Weltmeisterschaft, die Braun am Ende für sich entscheiden sollte. Braun vor Nieto, so ging es auch in die letzte Runde, die Zuschauer waren begeistert. Und wieder hatte die Führung gewechselt. Am Ende entschieden 5 Zehntel über den Sieg am Sachsenring. Nieto lag die entscheidenden Zentimeter vorn. Sommer 71. Mehr als 200.000 Zuschauer wollten den 11. Weltmeisterschaftslauf auf dem Sachsenring sehen und sollten Agostini und Nieto als jeweils zweifache Sieger erleben. Der absolute Höhepunkt aber kam zum Schluss der Veranstaltung, das Rennen in der Viertelliterklasse über 15 Runden. Nach dem Duell mit Nieto ein Jahr zuvor für Dieter Braun ein echtes Heimspiel. Ich meine, Bekanntheitsgrad hier im Osten, der war ja größer als bei uns im Westen drüber. Und war für mich überwältigend, gibt es keinen anderen Ausdruck. An der Spitze gab es einen Dreikampf zwischen Dieter Braun, Rodney Gould und Phil Reed. Nach schlechtem Start hatte Braun schnell aufgeschlossen. Es folgten dramatische Positionskämpfe. Dann ging Braun sogar in Führung. Von Sitzen sind wir aufgestanden, wenn der Braun kam. Wenn der
Von Start und Ziel konnten wir ja das wunderbar sehen, wenn er draußen reinkam, über die Bahnbrücke. Und dann bei der Belgischer Kurve, dann hat es ihn ausgedreht, also ein bisschen über den weißen Strich gekommen. Da wollten sie am liebsten den disqualifizieren, weil er die Rennstrecke verlassen hat. Urplötzlich war auch dem Letzten die Konsequenz eines Braunsieges klar geworden, das Spielen der Hymne, dem Deutschlandlied. Rennleiter Zacharias lehnte eine Disqualifikation von Braun ab, das kostete ihm den Job. Braun siegte und brachte damit eine Lawine ins Rollen. Ich habe richtig Angst bekommen, weil die Menschen sind auf mich zugeströmt an Start und Ziel. Da waren nur Menschenmengen und ich wusste überhaupt nicht, wie ich da rauskommen sollte. Und dann kam der Moment. Das Deutschlandlied wurde gespielt, allerdings nicht überall. Es wurde ja nur an Start und Ziel gespielt und die anderen Lautsprecher wurden abgeschaltet. Das habe ich aber nicht mitbekommen, weil wo ich stand, nämlich an Start und Ziel, da war ja die Hymne gespielt worden. Und die Menschen waren natürlich irrsinnig. Die sind fast über die Zäune oder sind zum Teil über die Zäune geklettert und die Volkspolizei, die ganze Hundertschaften sind da massiv vorgegangen dagegen. Und das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe. Das Schicksal des Sachsenrings war damit besiegelt. Der Hauptgrund aber lag woanders. Sicherlich war es ein Anlass mit. Aber die eigentliche Ursache war die Devisenknappheit, die damals in der DDR herrschte. Und der Motorsport ist nun einmal eine finanzintensive Sportart. Und zum anderen waren die Sieger natürlich nicht unbedingt die Fahrer aus dem eigenen Land, sondern eben aus dem Goldenen Westen. Und das passte natürlich sicherlich schlecht in die Ideologie. Und das sind wohl doch die wichtigeren Gründe gewesen. Und man hat sich schon lange mit den Gedanken befasst, die letzten Jahre der WM-Läufe, wie man das wohl beenden könnte. Ab sofort verzichtete die DDR auf den WM-Lauf. 1973 wurde aus dem Weltmeisterschafts-Grand Prix das Rennen um den Pokal der sozialistischen Länder. Das war bitter. Für die Fans, aber auch für die Fahrer. Fortan schmorte der Motorsport im Osten im eigenen Saft. Nach dem Aus für die Motorrad-WM-Läufe gab es wieder Autorennen auf dem Sachsenring. Aber den großen Preis der DDR wollten 1973 nur noch 50.000 Zuschauer sehen. Im Jahr zuvor hatten noch 250.000 die Strecke gesäumt. Die Sieger hießen nicht mehr Agostini, Nieto oder Braun, sondern Alfred Herbst aus Schmölln oder Dietmar Weig aus Aue. Die Marken mussten gar nicht mehr genannt werden. Es fuhren E plus noch MZ oder Wartburg-Melkus bzw. Schiguli. Offiziell hieß das Rennen noch international, aber von den 33 Rennfahrern, die 73 auf dem Treppchen standen, kamen 28 aus der DDR. Die Funktionäre hatten ihr Ziel erreicht. Fans und Fahrer mussten das Schlimmste befürchten. An der Strecke wurde nur noch das Nötigste gemacht. Auch für Frank Wendler, der sich in den Jahren zuvor bei den WM-Läufen erste Sporen verdient hatte, eine Katastrophe. Dort weiß ich spätestens, jetzt geht es mit dem restlichen Sport oder mit dem restlichen Motorsport dann mehr oder weniger bergab. Also das war dann abzusehen, dass wir dann auch nicht mehr raus durften, beziehungsweise dass dann auch die Industrie, sage ich mal, in Schubert als Motorradwerk, dass die dann spätestens auch mehr oder weniger sich dann BAB zurückziehen. Das war also dann dort schön vorprogrammiert. Ne? Wenn im eigenen Land kein WM live mehr durchgeführt wird, dann wird natürlich dann von der Industrieseite aus das Interesse immer mehr schwinden. Und das war dann ganz einfach auch der Fall. Umso überraschender ein Angebot für ihn wenige Tage nach dem 73er Sachsenring in Schleiz. Vor dem Rennen kam dann zu mir ein Z-Vertreter. Da sagte du, Frank, wir haben für dich ein Motorrad mitgebracht und hättest du Interesse, das Motorrad hier in Schleiz zu fahren? Und da habe ich dann erstmal ganz blöd angeguckt und habe gesagt, was denn ich soll MZ fahren hier in Schleiz? Und dann hat er gesagt, ja, wir haben ein Motorrad für dich mitgebracht und wir wollten gerne, dass du das hier zum Meisterschaftslauf einsetzt. Oder dass wir das mit dir gemeinsam hier machen. Und da habe ich natürlich dann natürlich spontan zugesagt, es war klar. Ne? Und ich konnte in der Nacht konnte ich eigentlich gar nicht schlafen. Prompt ging der Start am nächsten Morgen schief. Wendlers MZ war abgesoffen. Bin also als allerletzter dort fort
und konnte dann Gott sei Dank noch bis zum dritten Platz, konnte ich dann noch in der letzten Runde noch vorfahren bis auf den dritten Platz. Habe ich noch mit Böhm Stoße in der Waldkurve in Schleiz habe ich noch zu Bittel hier Geplänkel gehabt und konnte mich dann noch vor den Busch setzen und konnte das Rennen als Dritter noch beenden. Und da waren natürlich die Tschubauer Leute, die waren natürlich dann schon begeistert. Ne? Vor allem der Fügenhorst, der hat mich noch ein Rennen beiseite genommen und gesagt, die Frank, das hat mir sehr gefallen, wie der gefahren ist. 1974 sollte Wendler die europäischen Grand Prix fahren. Warum daraus nichts wurde, erfuhr der vierfache DDR-Meister erst nach der Wende aus seiner Stasi-Akte. Ende der 70er Jahre war der Ostrennsport auf dem Tiefpunkt angelangt. Wenn man heute mal drüber nachdenkt, dann ist es aus meiner Sicht dann auch so gewesen, dass wir eigentlich auch ein Stück Anteil mit hatten an dieser ganzen Geschichte, dass der Sport auch damals diese Zeit überstanden hat und dass die Fans bei uns dementsprechend ihren Motorsport weiter hatten vor der Haustür. Ab 1982 fanden die Sachsenring-Rennen ohne Frank Wendler statt. Der Mann vom MC Hohenstein-Ernsthal hatte sich für Familie und Eigenheim gegen den Motorsport entschieden. Die Zuschauerzahlen am Ring hatten sich zu Beginn der 80er Jahre auf erstaunlich hohem Niveau stabilisiert. Rund 200.000 kamen wieder jedes Jahr zur Kultstätte des Motorsports im Osten. Der DDR-Bürger suchte Abwechslung und hatte dabei nicht allzu viel Auswahl. In der 8-Liter-Klasse der Lizenzfahrer sorgte Roland Rentsch vom MC Betonwerke Dresden für einen der wenigen Sieger eines DDR-Fahrers in dieser Zeit. Die Ungarn mit Seriensieger Janos Strapal an der Spitze oder auch die Kubaner mit José Lasso waren normalerweise nicht zu schlagen, sie hatten einfach besseres Material. Rentsch in der Queckenbergkurve kurz vor dem Ziel und der Gruß an seine Fans. Unmittelbar nach dem Einlauf erhielt der Sieger die Glückwünsche vom nunmehrigen Ex-Rennfahrer Frank Wendler. Spektakuläre Höhepunkte in dieser Zeit, die Rennen der Spezialtourenwagen A21 bis 600 Kubikzentimeter oder kurz gesagt der Trabis. 1977 war es in der Stadt zu einem Massenunfall gekommen. Außer überall verstreuten Duroplast-Teilen von Motorhauben und Beplankung war aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Damals gab es Pläne, die einen Umbau der Strecke vorsahen. Der Kurs sollte auf die Hälfte verkürzt werden, die Stadtdurchfahrt wegfallen. Das Risiko der fehlenden Sicherheits- und Sturzzonen war einfach zu hoch. Doch die Staatskasse war leer, das Geld reichte nicht einmal mehr für eine Erneuerung bestimmter Streckenabschnitte, die es besonders nötig gehabt hätten. Vor den Rennen wurden lediglich in einer Nacht- und Nebelaktion die Schlaglöcher geflickt. ...1982 lieferten sich Klaus Schumann aus Lützgendorf Nummer 5 und der Kreizer Karl Hiemisch Nummer 11 ein großes Duell. Schumann siegte mit nur 8 Zehnteln Vorsprung und brachte es immerhin auf einen Durchschnitt von über 130 Sachen. Am Ende der langen Geraden zum Queckenberg brachten es die Trabis bis auf 180 Sachen. Meist waren es Unfallfahrzeuge, die wieder aufgebaut so zu einem zweiten, weit aufregenderen Leben erweckt wurden. ...1987, ausgerechnet zum Jubiläum 60 Jahre Sachsenring, gab es wirklich einen schweren Unfall bei den Rennwagen der Leistungsklasse 1. Mit Bangen blickte jeder auf diesen Rest des Rennwagens. Und alle Nachfolgenden, er lag an zweiter Position, vor ihm war nur noch Uli Melkus, der also unbemerkt weitergefahren war. Und er hatte von diesem Unfall gar nichts mitbekommen. Und alle Nachfolgenden haben aufgrund der Schwere des Unfalls, die man also unschwer erkennen konnte, sofort den Weg an die rechte Seite gesucht und sind stehen geblieben. Das Rennen wurde also dann automatisch abgebrochen. Nur die Rennleitung hatte das nicht so recht mitbekommen. Und Uli Melkus fuhr weiter, fuhr am Start und Ziel vorbei und fuhr wieder in die Stadt hinein. Die Menschen standen auf der Straße, der Krankenwagen stand dort, der Wagen von Kessler lag also quer über die Straße rüber und er sah also diesen ganzen Stau.
und kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und hat dann, um nicht noch einen schlimmeren Unfall zu verursachen, sein Auto an die seitliche Hauswand vom Albertschlösschen gesetzt. Relativ unbeschadet, also hat wahrscheinlich doch schon recht weit abgebremst. Nur der Wagen war eben Schrott. Er stieg dort aus, rannte zurück zum letzten Streckenposten, der ihm hätte eigentlich dort signalisieren müssen, was da los ist. Aber der war wahrscheinlich auch so überrascht, dass da noch jemand kam und hat ihm eine Ohrfeige verpasst, weil er eben nicht reagiert hat. Die Verletzungen von Kessler erwiesen sich zum Glück.